gibt, die man so benutzen kann. Man kann sich ja auch Unterstützung holen von den, ja, wisst schon hier, von den Aufständischen, die auf unserer Seite sind. Kann man sich irgendwie Unterstützung holen? Habe ich irgendwo mal gelesen oder so. Im Spiel natürlich. Und ja, ich nehme das aber nie her, weil ich voll der Einzelgänger bin. War schon immer so, wird immer so sein. Und das sieht natürlich hier auch episch aus. Und den Wasserfall da, den man jetzt gesehen hat, den kann man auch von draußen sehen, also von der anderen Seite. Finde ich sehr cool gemacht. Ja, ist schon ein tolles Spiel eigentlich, aber es nervt mich halt schon langsam nur noch, weil ich habe so viele Probleme mit Saboteur, das ist so schlimm. Machen Sie sich die Mühe. Ich kenne Sie nicht und ich mache keine Geschäfte mit Fremden. Ja, Sie könnten das genauso freut gut mich für doch, du die alte Schachtel. Geheimpolizei arbeiten. Nein, aber ich bin sicher, dass Sie gerne mit mir plaudern würden. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, müssen Sie beweisen, dass ich Ihnen trauen kann. Alles klar. Was muss ich tun, um Ihre Leute davon zu überzeugen, dass Luke und ich sauber sind? Verzeihen Sie, junger Mann. Spricht man so mit einer Dame? Wie war doch gleich Ihr Name? Ich, Sean Devlin. Bitte entschuldigen Sie, Madame. Und ich bin Margot Bonnet. Ich habe von Ihnen gehört, Ihre. Sagen Sie, sind die Geschichten wahr? Kommt darauf an, wer sie erzählt. Die Deutschen erzählen sie, Monsieur Devlin. Die örtlichen Behörden haben großes Interesse für ihre Aktivitäten. Woher wissen Sie das? Einer meiner Leute hat die Telefone im Hauptquartier der Geheimpolizei angezapft. Muss ja ein cleverer Kerl sein. In der Tat. Josef Bremen war einer unserer besten Agenten. Gestern wurde er verhaftet. Ich fürchte, er bricht unter dem Verhör zusammen. Er ist kein tapferer Mann. Was, wenn ich mich um diesen Bremen kümmere? Würde das Ihre Zweifel an mir und meinen Freunden zerstreuen? Ja, aber das wird nicht einfach. Bremen wird streng bewacht. Sie müssen die Bewacher ablenken. Mit Sprengstoff vielleicht. Ja, oder mit einer Verkleidung. Ja, mit der richtigen Uniform könnten Sie Josef einfach aus seiner Zelle holen. Aber sobald die Wachen Lunte riechen, töten sie euch beide. Keine Sorge, Ma'am. Ich bringe Ihren Jungen nach Hause. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, wie dumm das eigentlich ist. Sie sagt, ja, aber wenn die Wachen Lunte riechen, dann töten sie euch beide. Ja, ach nee, Mann! Fuck you, ernsthaft jetzt? Im Zweiten Weltkrieg erschießen die Leute? Bist du bescheuert, du alte Schachtel? Wie dumm, das noch zu erwähnen. Das ist sowas von unnötig. Und bei der schlechten Synchro hätte man es komplett weglassen können. Da hätte man hätte es wie die Japaner machen sollen. Nur Text, nur Text. Man hört kein einziges Wort, kein einziges gesprochenes Wort. Das wär die richtige Entscheidung gewesen. Aber nein, man muss ja alles synchronisieren. Und das dann auch noch mit so schlechten Leuten. Obwohl mir Seans Stimme schon ziemlich bekannt vorkommt. Aber das ist nicht unbedingt die beste Arbeit von dem Synchronsprecher. Also ganz ehrlich, würde besser gehen. Ja gut, aber im Moment bin ich auch verwöhnt, was synchronsprechermäßiges Zeug angeht. Hier, wenn ich Far Cry 3 mal in den Raum stelle, das ist schon echt gut synchronisiert. Also muss man ehrlich mal sagen. Ergo, bis auf diesen einen Schwarzen, ach egal, ich hab's vergessen, weil auch schon wieder so lange her ist. Nein, eigentlich nicht, ich hab's erst vorgestern durchgezockt. Ja, aber auf jeden Fall müssen wir jetzt Joseph Bremen hier befreien. Und ich hab mir gedacht, ich zieh mir hier das Ganze mal so ein bisschen rein. Schau mal, was hier so abgeht am Eingang, ob man da durchkommt, ob man nicht durchkommt. Und da wird man ganz offensichtlich nicht durchkommen. Vor allem, weil man die Türen aufsprengen muss. Und dafür muss man Dynamit legen. Also habe ich mir gedacht, hey, probierst es übers Dach. Und das ist auch wesentlich einfacher. Bloß der Versuch wird einfach scheitern. Er wird einfach scheitern. Obwohl der Versuch nicht mal so schlecht war. Ja, muss man dazu sagen. Aber die Mission erinnert mich halt so an Lance Van Stance auf diesem fucking Schrottplatz, wo man ihn retten muss. Und das ist so schlimm. Da kommen Erinnerungen hoch. Oh, GTA Vice City, ich hasse dich dafür. Ich hasse dich immer noch. Oi. Naja. Was soll's. Ja, und da versuche ich verzweifelt irgendwie herauszufinden, wie man da hochklettern kann. Ich meine, man kann das Gerüst hier hochklettern, aber dann geht's nicht weiter, oder was? Das hört sich ja auch ziemlich dämlich an, oder? Aber hier geht's dann zum Glück. Wäre ja auch Schwachsinn gewesen, dann Gerüst hinzubauen und dann kommt man nicht aufs Gebäude hoch. Das wäre ja einfach nur noch dumm. Aber ist manchmal wirklich so bei Saboteur. Da meint man, ja, kein Problem. Sean kann eh so gut klettern. Und da habe ich erstmal schön fett Alarm ausgelöst. Das ist halt auch echt scheiße. Ah, mein Gott. Muss wohl, muss wohl.
Oh, hier wird es ein paar Stellen geben, wo ich mir beim ersten Mal nachkommentieren dachte, wow, war das knapp, war das arschknapp. Also wirklich, da kassiere ich ordentlich. Der ganze Bildschirm ist voller Blut. Man hört nichts mehr, weil wenn mich ein Blatt Papier treffen würde, dann wäre ich tot. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Also echt übel. Das ist jetzt noch Kindergarten, der Bildschirm. Das wird noch viel schlimmer. Den Kameraschwenk verstehe ich auch nicht. Da sagte Sean, das ist unser Mann. Oder da ist unser Mann. Dann würde ich doch erwarten, dass die Kamera sich auf den Joseph Brymen zentriert und ihn zeigt. Aber nicht über das fucking Dach eine Kamerafahrt macht. Das ergibt keinen Sinn. Aber gut, das Spiel hat einige Schwächen. Der Pisser steht halt echt nochmal auf. Da muss man echt nochmal nachtreten. Und nochmal in die Schulter schießen, weil er es einfach verdient hat. Ja, Mann. Ja, und hier wollte ich noch ein bisschen Schmuggelgut abgreifen, weil ich dachte, wenn man den Wachturm hier in die Luft jagt, ist quasi ein Freeplay-Ziel. Kennt man ja aus der Stadt. Nein, ist es nicht. Das ist eigens für die Mission konstruiert worden und das zählt nicht als Freeplay-Ziel. Also gibt es auch kein Schmuggelgut und nichts. Sehr schade. So, die Flammenwerfer-Typen, die sind dann auch gleich down. Ne, es dauert noch. Und ich lasse halt einfach auf mich schießen, ne? Mich interessiert das mal überhaupt nicht, dass da die Leute die ganze Zeit auf mich schießen, aber... Naja. Man muss schon hier eine Nummer sicher gehen und nochmal ein paar Mal auf die Leichen schießen. So, jetzt kann man sich erst um die anderen kümmern. Ist auch richtig so. Die ziehen jetzt auch nicht wirklich viel ab aus dieser Distanz. Sean kassiert zwar eine Kugel nach der anderen, aber so realistisch wie dieses Spiel ist, stirbt er natürlich nicht. Er wird auch nicht schwächer, langsamer oder sonst irgendwas. Nein, auf gar keinen Fall. Bist du des Wahnsinns? Du kannst doch nicht hier eine Lebensleiste dem Sean geben. Das muss man schon Call of Duty-mäßig machen. So mit Regeneration und so weiter. Finde ich allerdings nicht schlechter, muss ich sagen. Es ist ganz cool, wenn man sich nicht immer darauf konzentrieren muss, hey, da brauche ich Medipack und Scheiße und Energie total low, sondern wenn er sich einfach von selber heilt. Auch wenn das völlig schwachsinnig ist. Das ist einfach eigentlich die dümmste Erfindung, die es jemals gab in Videospielen, weil das ist so unrealistisch. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das wäre, als würdest... Boah, das war haarscharf. Das war haarscharf. Hier. Dass ich da überlebt habe. Wahnsinn. Glück. Aber zurück zum Thema. Das wäre als... Das ist auch echt knapp. Fuck it, Alter, ist das knapp. Aber zurück zum Thema. Das wäre, als würde man beim Rennspiel wie Gran Turismo sagen, okay, wenn du einen Unfall baust, hast du deinen physischen Schaden am Auto und vielleicht auch leistungstechnisch wird beeinflusst und so weiter. Aber das regeneriert sich nach 5 Sekunden wieder. Das ist doch idiotisch. Das gibt's einfach nicht. Das wird. Das kann nicht sein. Darauf will ich hinaus. Aber es ist nicht schlechter jetzt unbedingt deswegen. Aber gut. Ja, da habe ich noch nichts dazugelernt. Nee, den Turm habe ich in die Luft gejagt, weil da oben noch einer ist. Genau. Und da wäre ich fast erschlagen worden. Und er steckt im Boden drin. Ich habe ihm seine Füße weggesprengt und jetzt klebt er da mit seinen Stummeln an dem Boden. Nee, glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt endlich bei Bryman. Nach gefühlten 20 Stunden haben wir es geschafft, runterzukommen zu ihm. Und öffnen jetzt hoffentlich die Tür, Dankeschön. Und jetzt, ich habe ja erwähnt, dass diese Stahltüren außen, dass die gesprengt werden müssen. Und das habe ich erst überhaupt nicht gepeilt. Ich habe mir gedacht, fuck, warum ist da zu? Fuck, warum ist da zu? Und dann dachte ich mir, ich muss übers Dach. Aber ihr werdet gleich sehen, warum ich wusste, dass ich nicht übers Dach gehen kann. Er lässt sich erstmal schön... Boah, ist das knapp! Das ist richtig knapp. Fuck, Alter, ist das knapp. Mann! Und er bleibt da vorne stehen und lässt sich voll abballern. Da könnte ich mich so aufregen, wenn er da gestorben wäre. Da wäre das einfach nicht meine Schuld. Das wäre von den Entwicklern die Schuld gewesen, dass sie so etwas Unausgereiftes dem Käufer präsentieren. Das ist unfassbar. Das ist wie mit Lance Vance Dance. Hätte sich auch dahingestellt und hätte in der Nase gebohrt und hätte sich eine Kugel nach der anderen verpassen lassen.
Ich hasse Missionen. Ich hasse ehrlich Missionen, wo man jemanden beschützen muss. Ich hasse sie so abartig. Das ist so widerlich, jemanden beschützen. Mich hat Resident Evil 4 so übel angekotzt. Und wo man dauernd diese... Ich habe ihren Namen vergessen. Ashley dauernd hier beschützen muss. Es hat mich so derbe angekotzt. So dermaßen. Und wie ihr gesehen habt, der Bauer, der blöde Bauer, der kann nicht mal Leiter hochklettern. Der kann keine Leiter hochklettern. Okay, mich würde es ja nicht wundern, wenn er jetzt, sagen wir mal, nicht so klettern kann wie Sean. Also Häuserfassaden hochklettern, das ist in Ordnung, dass er das nicht kann. Aber eine Leiter, eine fucking Leiter, das konnte ich als kleines Kind schon. Echt, ist das so schwer, dem das einzuprogrammieren, dass der Leitern hochklettern kann? Das kann doch nie wahr sein. Naja, da habe ich auf jeden Fall jetzt mal die Tür gesprengt. Ich habe es endlich gemerkt, dass man sie sprengen kann. Und versuche jetzt gerade, den Weg frei zu machen. Ja, das ist auch nicht unbedingt elegant. Also ich habe schon mal besser geschossen. Naja. Oh, ist das knapp! Ist das knapp! Das ist die knappeste Scheiße, die ihr jemals in Saboteur sehen werdet. Also, das Knapperes gibt es nicht. So, und woran scheitert es dann? Ich bin ja eigentlich schon quasi entkommen. Ja, aber ich habe so einen krassen Alarm ausgelöst, dass die zivilen Fahrzeuge nicht mehr auf der Straße rumfahren. Es sind nur noch SS-Fahrzeuge unterwegs und ja, Militärfahrzeuge halt. Und die SS-Fahrzeuge sind eigentlich ganz cool, weil die haben ein Zwillings-MG vorne drin. Auf der Motorhaube oder in der Motorhaube, irgendwie kann man ganz gut rumballern mit denen. Aber wenn dich so ein SS-Fahrzeug verfolgt und du wirst ihn nicht schnell genug los, dann schrottet dir dein Auto. Das ist ganz klar. Und daran wird es letztendlich scheitern, an einer fucking Verfolgungsjagd. Es erinnert mich so krass an GTA Vice City. Aber ja, kann man nichts machen, ne? Der zweite Versuch ist dann allerdings eleganter, muss man sagen. Also den habe ich dann ganz gut geregelt. Und ja, da hole ich mir jetzt das SS-Fahrzeug. Der hat ganz kurz auf mich geschossen mit seinem MG. Und da fliegt er erstmal. Was ist bloß los mit diesem Spiel? Erst steigt er aus, bewegt sich nicht, lässt sich abknallen und dann ploppt er weg wie sonst was. Also Wahnsinn. Und da explodiert das Militärfahrzeug, der Panzer einfach. Nur weil ich dagegen gefahren bin. Ist schon ziemlich sick, ne? Ja, und da ballere ich jetzt schön mit dem Zwillings-MG und, joa. Bryman labert scheiße. Ah, ich muss mich mal anders hinsetzen. So geht das nicht mehr weiter. Ja, schon. So ist gemütlich. Ja, und jetzt hängt mir so ein fucking SS-Kahn am Arsch und der wird mich natürlich ficken. Das, ich meine, das Auto raucht ja schon. Das ist ganz klar, dass das nichts werden kann. Ah. Ja, bis man da mal aussteigt und er ist halt so ein kleiner Lance Van Stance, er checkt das nicht und läuft nicht weg. Ja, er bleibt beim Auto stehen, das Auto explodiert und dann gescheitert. Bryman ist gestorben. Ja, ach nee, erzähl. Komm. Erzähl mir was Neues. Das ist natürlich kacke. Ich hasse solche Missionen. Ich hasse sie. Das ist unglaublich. Man kann sich auch nie auf die KI da verlassen. Das gibt es in keinem Spiel. Irgendwo halt versagt die KI immer. Das nervt mich übel. Ja gut, aber jetzt... wir spawnen zum Glück direkt nochmal vor dem Gefängnis. Und wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Diesmal auf eine andere Art und Weise. Nicht unbedingt eine bessere, aber sie führt auch zum Ziel. Viele Wege führen nach Rom, würde ich mal sagen. Ja, ich hatte in diesem Moment vor, mir eine Uniform zu holen. Und da bot sich mir dieser Soldat doch ganz cool an, wenn er da die Frau bedroht. Also wenn Sean ihr jetzt hinterherlaufen würde, der würde er sicher noch einen Fick bekommen, weil er sie gerettet hat. Aber gut, das interessiert Sean ja nicht. Der hat ja bloß eine Freundin, diese Skylar. Ja, und hier ist halt dann das Problem, man muss wie ein Deutscher gehen, um diesen
Kreis der Entdeckung. Kreis der Entdeckung. Diesen gelben gestrichelten Kreis auf dem Radar möglichst klein zu halten. Und wenn jemand, wenn ein gegnerischer Soldat in diesem Kreis ist, dann wird die Leiste vollgemacht und dann besteht die Möglichkeit, dass sie dich entdecken. Aber man ist halt extrem langsam, wenn man wie ein Deutscher geht. Das Spiel nennt das wirklich so, wie ein Deutscher gehen. Also, das ist kein Witz von mir. Und das ist ein echtes Problem, wie man hier sieht. Er ist jetzt hier in meinem Radar, also in meinem Kreis drin, und ich musste irgendwie da rauskommen, ohne zu laufen. Also nur als Deutscher gehen. Was zum Teufel, das ergibt doch keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall, das Problem ist, man muss jetzt da vorne durch. Und da stehen zwei Leute. Ja, und man muss wie ein Deutscher durchgehen. Ich habe mir gedacht, fick you, ich mach's einfach. Vielleicht habe ich ja Glück und es reicht. Hat gereicht, im Endeffekt, aber dann doch wieder nicht. Weil, da ist die fucking Tür zu und man muss sie in die Luft sprengen. Und das fällt ja überhaupt nicht auf. Wenn ich der Einzige bin, der da durchgeht, und dann lege ich da Dynamit und 5 Sekunden später explodiert's, das fällt ja nicht auf. Der Nullinger, das fällt doch nicht auf. Das ist doch bescheuert. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann trotzdem gemacht. Aber ich habe es diesmal echt elegant gelöst, muss ich sagen. Denn ich habe das in die Luft gejagt, habe mich jagen lassen und habe ein paar Leute getötet. Also der Alarm war schon dick am Machen hier. Und ich habe aber dann alle getötet. Habe mich dann quasi befreit von diesen Gegnern. Und dann bin ich weggelaufen, bin dem Alarm entkommen und bin wieder rein. Es war kein Gegner mehr da und da jage ich mich erstmal selbst in die Luft. Schissel. Und dann war kein Gegner mehr da. Und ich konnte dann natürlich einfach Bryman mitnehmen. Ohne Alarm, ohne alles, hat mich ja eh keiner gesehen, weil ja keiner mehr da war. Die waren ja alle tot. Das ist nicht dumm, aber ich finde es schade, dass sie diese Möglichkeit aufgelassen haben im Spiel selbst, weil ich würde sagen, das ist fast Betrügen. Das ist einfach nicht der Sinn hinter der Mission. Man sollte in dieser Mission unbemerkt hier reinkommen und den mitnehmen. Oder halt, wenn man will, volle Action und alles wegballern und dann entkommen. Aber halt nicht so. Das ist Beschiss eigentlich. Ja, aber gut. Kann man bei GTA auch an manchen Stellen machen. Ist jetzt nicht so tragisch. Also es ist kein Grund, warum ich jetzt sagen würde, boah, Saboteur, du bist so scheiße, ich hasse dich und deine Mutter auch. Das ist kein Grund, dass ich sowas sagen würde. So, jetzt wird hier noch alles schön geklärt. Und dann werde ich das Auto... werde ich das Auto, was? Und dann das halt auch wieder so dermaßen knapp. Wahnsinn ist das knapp. Boah, leck mich am Abend. Ja, ich werde jetzt hier noch aufräumen, dann entkommen, dann Auto holen, dann ihn abholen und dann ihn zu Margot bringen. Und dann hat sie die Sache auch schon erledigt. Da muss ich ihn auch gar nicht großartig beschützen, wenn ich das so mache. Ja, auf dem Radar sieht man, dass noch ein paar Deutsche auf dem Dach am Leben sind, aber die interessieren uns ja nicht wirklich. Da kann man auch einfach mal getrost die Leute ignorieren. Was ich sehr schade finde, das werden wir in diesem Video nochmal sehen, also in diesen 60 Minuten, dass man viel zu leicht entkommt. Also gut, der vorherige Versuch, das war einfach zu schwer, das ging einfach nicht. Da hatte ich keine Chance. Aber ja, es ist teilweise echt zu leicht. Bei der letzten Mission, die ich in diesen 60 Minuten spielen werde, werdet ihr es sehen, dann werdet ihr es verstehen, warum ich das sage. Also das ist wirklich manchmal echt zu einfach. Finde ich schade. Es ist halt kein guter Mittelweg gefunden worden zwischen schwer und leicht natürlich. Es ist irgendwie, entweder ist es total easy going oder ist es total hammermäßig schwer. Ja, erinnert mich ein bisschen an Manhunt 1 und Manhunt 2. Da haben sie es ja auch ziemlich vergeigt mit der Balance. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war Manhunt 1 war der Teil, wo das Schleichen zu einfach war und mit den Schusswaffen war es zu schwer, die Schusssequenzen. Und Manhunt 2 war, glaube ich, genau umgekehrt. Da haben sie es versucht, besser zu machen, aber da war das Schleichen zu schwer und mit den Waffen war es zu einfach. Da war irgend so ein Auto-Aim-Scheiß bei Manhunt 2, also man konnte automatisch auf den Kopf aimen oder so, ja, war das...
Ja. Egal, ich schweife vom Thema ab. Wir sind hier bei Saboteur und nicht bei Manhunt nach Besprechung. Also das muss man schon mal sagen. Ja, und jetzt kann ich halt ganz gemütlich zu Margot gurken, weil mich keiner verfolgt. Weil es keinen interessiert. Ja, genau.